Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute geht es um das Thema Fische abhaken. Ich zeige euch in dem Video, wie ich die Fische blitzschnell und schonend vom Haken befreie und vor allem, wie ihr das schon verhindern könnt, dass der Fisch den Haken überhaupt so tief schluckt. Ich sage schon mal viel Spaß beim Video, Leute. Ganz, ganz oft sehe ich es in YouTube-Videos. Der Fisch wird gefangen, der wird gekeschert. Und dann gibt es einen Schnitt, einen Cut, und er wird dann wie von Zauberhand ohne Haken gezeigt. Zaubern kann der YouTuber nicht. Meistens wurde einfach viel zu lang rumgeeiert, bis der Haken draußen war, und das wollte er dann einfach nicht zeigen. Ich fange nur jetzt hier an, wie man überhaupt vermeiden kann, dass er den Haken zu tief schluckt. Und das könnt ihr vermeiden mit der Vorfachlänge. Ne? Ich tue es jetzt mal hier übertreiben. Und sag mal, wenn ich jetzt ein Vorfach habe von 3 Meter, dann hat der Fisch, wenn er den Köder aufnimmt, quasi 3 Meter Radius Platz und dementsprechend auch viel Zeit, um den Haken ganz tief zu schlucken. Umgekehrt habe ich jetzt ein Vorfach nur von 5 cm, da könnt ihr den Köder gar nicht aufnehmen und ihr hättet nur Fehlbisse. Also das Entscheidende, dass der Fisch richtig hängt, liegt wirklich an der Vorfachlänge. Für meine Montagen und für mich ist so immer die Faustformel, sage ich mal, 60 bis 80 cm. Und dann gucke ich, hängen die Fische so tief, gehe ich mit dem Vorfach vielleicht ein bisschen immer nur 10, 15 cm kürzer. Habe ich dann umgekehrt, wo ich die Bisse nicht kriege, gehe ich auch mal mit dem Vorfach ein bisschen länger, je nachdem. Und das ist bei mir einfach so die Faustformel, 60 bis 80 cm. Ganz wichtig, was ich immer dabei habe, ist hier so eine Abhackmatte. Gerade wenn ich mal einen größeren Fisch fange, ich denke, die Karpfenangler werden jetzt schmunzeln, die werden sagen, das ist doch keine Abhackmatte. Aber ich sage mal, für meine Zwecke reicht es. Immerhin besser als der Fisch in den Dreck gelegt. Ne? Und wenn ich mal einen größeren Fisch fange, den kann ich dann hier wenigstens ablegen, mache die Matte ein bisschen nass und kann den dann schonend abhaken. Bei allen anderen Fischen, die wo jetzt die normale Größe habt, lasse ich die hier im Kescher. Meistens so, hier zwischen die Beine, da kann nichts passieren. Und tue sie dann im Kescher quasi schon abhaken. Hakenlöser gibt es hier auch wirklich wie Sand am Meer von allen Herstellern und. Ich benutze die hier, das sind welche von Drennen. Kosten 2 Euro, 1, 2 Euro. Drennen Spezium heißen die. Gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe die zwei Größen. Der kleine hier, den benutze ich am meisten. Der ist so für Haken von, was weiß ich, 18 bis Hakengröße 12. Und der größere, der ist halt für Haken, was weiß ich, so 10er, 8er Haken. Das 8er ist schon das größte, was ich überhaupt habe. Und jedenfalls die zwei Hakenlöser habe ich. Sind einwandfrei und vor allem, wenn sie mal ins Wasser fallen, die schwimmen. Das ist auch ein Riesenvorteil. So, und wie ich dann den Fisch vom Haken befreie, wie ich das dann mir alles so schon vorher einrichte, das zeige ich euch, aber dazu müssen wir erstmal jetzt einen Fisch fangen. Ja Leute, es ist halt noch sehr kalt, das Wasser hat gerade nur 5-6 Grad, das dauert durchaus morgen eine ganze Weile, bis die Fische auf den Platz kommen. Was habe ich hier dabei? Ich sag mal ganz normal, bei Grundfutter, ein paar Pellets, ein paar Würmchen, Maden, da sind schon ein paar Caster dabei und meine Totenmaden. Hier, ganz kleiner Korb, man darf es wirklich bei dem kalten Wasser nicht übertreiben mit dem Füttern. Und angel jetzt einfach mal ein bisschen die Bereiche ab und such die Fische. Na, hier in der Clip. So, und dann warten wir hier auf den ersten Biss. Ja Leute, schön sonnig. Jetzt ist ein bisschen Wind aufgekommen. Habe ich einen schönen Biss bekommen. Jetzt haben wir ja tatsächlich den ersten Fisch. Und das scheint was Größeres zu sein. Ich war eigentlich heute auf Rotaugen aus.
Jetzt stehen wir vorsichtig drillen. Und gerade beim Drillen wirklich immer ganz, ganz sachte und Zeit lassen. Ne? Oh, hat sie schon mal gerollt hier. So. Oh, das ist ein schöner Brassen. Kommt jetzt bei. Und jetzt ganz wichtig, wohin mit der Rute? Ne? Viele gehen hin und tun die Rute einfach so auf den Boden legen oder sonst wo. Also ich gehe immer hin, tue die entweder hier in so einen extra Halter, das ist richtig praktisch, oder ich setze mich hier auf den Griff. Müsst ihr gucken, wie es euch, wie das am besten klappt. Ich tue sie jetzt mal hier in den Halter rein. Und jetzt wichtig, ich lasse hier die Schnur noch zur Spitze so leicht gespannt. Weil das ist entscheidend. Wenn ich jetzt hier den Fisch nehme, in die linke Hand, habe ich hier mein Vorfach, wo gespannt ist. Und jetzt kann ich hier wirklich ganz einfach mit dem Hakenlöser an der Schnur entlang. Und zack, ihr habt es gesehen, das hat jetzt eine Sekunde gedauert und der Haken ist draußen. Und jetzt auch für mich immer wichtig, weil mir das schon wirklich mal passiert ist, ein glitschiger Fisch, der ist mal schnell neben der Setzkescher geworfen. Und deswegen gehe ich immer hin und jetzt mitten Kescher, den hier in der Setzkescher rein. Lege hier meinen Kescher ab. Und der Vorteil ist, es ist hier alles wieder gespannt und ich habe keine Verhedderung. Ich kann jetzt hier wieder meinen Korb befüllen. Ich kann wieder einen Hakenköder dran machen und kann direkt weiter an. Ich denke halt wirklich, das Entscheidende ist einfach, dass die Rute so ein bisschen absteht, die Schnur alles gespannt ist, weil dann kann ich den Fisch ganz easy vom Haken befreien und kann halt flüssig weiter angeln. Probiert es mal aus, Leute. Das ist so meine Technik, wie ich das mache. Und ich sage schon mal, Leute, bleibt gesund. Viel Spaß am Wasser, viel Petri. Wenn euch mein Kanal gefällt, gebt mir ein Abo. Und ich sage mal, bis zum nächsten Video. Ciao.